Hallo und herzlich willkommen zurück zu Super Mario Galaxy Road to 120 Stars. Ich habe neue Batterien, das heißt, wir können weitergehen. Und es ist ein Komet da. Und auch noch ein Tempokomet. Okay, wir müssen es uns anschauen. Ich habe gesagt, die Kometen schaue ich mir immer als erstes an. Mann. Badum. Ich mag kein Tempo. Bestimmt das mit dem Einsammeln, oder? Tempomodus, Umdrehböden. Welche Umdrehböden? Ja doch, die. Okay, dann passt. Na gut, die haben wir ja gerade gemacht. Und so schnell bewegen die sich nun auch nicht. Weil man sagen kann, Turbomodus. Naja, Tempo. Tempo, Turbo. Chuck. Chuck. Eins. Das war jetzt schon ziemlich knapp. Ich kann da also nicht drauf. Ah, okay, das sind wirklich nur solche. Das wäre gemein, wenn die... Ey! Das war gemein. Ich stand doch außen. Wie frech. Na gut, nochmal. Nochmal. Das kriegen wir hin. Und danach widmen wir uns Pause. Hihihi. Na, na, na. Ich sag mal so, das Rauskommen ist echt knapp. So. Wir machen es einfach andersrum. Dann kann ich nämlich gleich rüberjumpen. Okay. Ja gut. Der schwierige Part kommt noch hier, da. Schwimmen. Das wird noch hart. Gut. Oh, haben wir es ja fast geschafft. So, auf geht's. Na, 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 na. Wow. Wollte doch gerade sagen, da waren doch auch noch Schalter. Okay. Okay. Jump! Oh, nein, das wollte ich nicht. Von oben kann man es nicht aktivieren. Das ist sehr schade. We did it. Das war wirklich einfach. Oh, die fahren jetzt nicht mehr? Wieso denn nicht? Verstehe ich nicht. Na, 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 na. Gut, ich renn trotzdem rein. Auch wenn sie nicht fahren. We did it! Yay! Wow! Okay, jetzt. Bam. Bam, 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 bam. Ich weiß nicht, was das war. Es war ein Bam, badam, bam, bam, bam. Ja. Dafür kann ich das machen. Na, 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 na. So, 79 schon. Cool. Das heißt, nur noch 41 Stars to go. Wo auch immer die alle versteckt sein sollen, ne? Aber jetzt widmen wir uns erstmal dem nächsten Bowser-Fight. Oder Junior Bowser. Ich weiß es gar nicht. Was ist es? Kreaturenfabrik. Keine Ahnung. Lassen wir uns überraschen. Stimmt, das letzte Mal war, glaube ich, Bowser-Fight. Dann ist das wieder Bowser Junior. Otterkönig auf der... Ja, es ist der Otterkönig. Ja gut, dann weiß ich, was kommt. Das kann nur einen geben. Ja, es gibt nur einen Otterkönig. Aber Lava-Planet ist nicht so gut für mich. Dann hüpfe ich ja dann wieder rein. Yes! Bam, 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 bam. Kommt jetzt, Achtung. Bam, 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 bam.
Und da brauche ich definitiv einen Bullet Bill, das sehe ich ja. Jetzt schon. Der muss dann hier mit mir durch. Und zwar der da drüben. Kommst du mal mit, Day? Wow. Mach erstmal das hier kaputt. Du sollst nicht nur einen einzigen Cooper kaputt hauen. Was für eine starke, starke Explosion. Hup. Na, komm mit. Nee, da nicht runter, aber fast. Nee, nicht ganz, aber fast. Nochmal. Wir waren schon richtig. So. Bullet Bill. Bullet Schätzchen. Kommst du mit? Ich muss dir zeigen, wo Schlangen. Ich muss dir zeigen, wo mein Haus wohnt. Ja, nee, aber nicht so nah. Okay, nochmal, komm. Go, go. Bow. Ach komm schon, war ich dir jetzt zu schnell? Hundertprozentig. Wow, du bist mir ein bisschen nah. Mach Boom. Juhu. Und hoch mit dir. Juhu. Ein Maxi-Pilz ist hier auf jeden Fall schon mal. Das ist sehr gut. Den schnappen wir uns auch. Ach, hier geht die Plattform hier nach unten. Das ist ekelhaft. Das kann ich gar nicht leiden. Oh Gott. Ich werde getroffen. Mein Gott, die gehen ganz schön schnell runter. Wow. I think this will be a very hard boss. Wenn ich dir noch mehr große Sterne überlasse... Weiter konnte ich nicht lesen. Da bleibt bloß eins, meine ultimative Waffe. Auf geht's, unter König. Aber wenn ich dir noch mehr große Sterne hinterlasse, du weißt. Dann wird Papa böse sein wahrscheinlich. Warum ist eigentlich dieser König deine ultimative Waffe? Er ist einfach nur hässlich. Nein! Oh, schon wieder verfehlt. Okay, einmal getroffen. Hast du sonst noch irgendwie Probleme? Na, den erwische ich nicht. Oh Mann! Ey, das ist ehrlich gar nicht mal so einfach. Kokosnuss! So, jetzt wird jemand ganz pissig. Ja, ist okay. Schieß halt noch mehr auf mich. Ja. Haben wir sonst noch Probleme? Okay, es ging. Man musste auf den Boden aufpassen, aber es ging. Ich hoffe, jetzt wird die Magma keine Magma mehr, oder... Ja, natürlich bleibt die Magma Magma. Oh, aber die Plattformen gehen nicht mehr nach unten. Cool. Es wurde daran gedacht. Aber normalerweise könnte man hier auch theoretisch instant sterben. Also ich meine ja nur, wenn die Plattform runtersinkt und die Cutscene läuft, aber egal. Bibilili. Da, 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 da. Na, 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 na. Ra. Wahoo. Sehr schön. So muss das laufen, würde ich sagen. Jawohl.
Wir sind wieder im Lot nach dieser einen Pechsträhne. Aber ich habe sie immer noch nicht gemacht. Es ist so peinlich. Ich muss sie das nächste Mal unbedingt machen. Erinnert mich dran. Das Level. Mit Suki und Pilze aus. Super einfach. Mit einem Scheißende. Ja. Ich habe schon genug. Als nächstes kommt... der Garten. Oder der Loft. Was öffnet sich? Der Loft. Ist der Loft das letzte? Ich weiß es nicht. Otterkönig auf dem Lava-Planeten. 80 Stück haben wir. Cool. Der Loft ist das, ne? Ja. Ich wusste es. Natürlich müsste ich speichern. Und ich könnte wieder zu Prinzessin Peach gehen. Wahrscheinlich werde ich gerade wieder gleich wieder drauf angesprochen. Oh nein, werde ich nicht. Okay, cool. Also, Loft. Ich will zum Loft, Loft. Pause, Pause. Keine Pause. Für mich nicht. Ich muss weiter sammeln. Ich brauche mehr Sterne. Einen mindestens noch. Dann habe ich mein Soll erfüllt. Yeah. Oh, das kriegen wir auch noch hin. Wahrscheinlich ist da oben dann wieder ein Fatty McFatfat beim Loft. Und der hat dann... sucht dir den Pilz aus 2. Dann flippe ich aus. So. Bestimmt ist hinter dem Haus ein Pilz versteckt. Na, da kommt man gar nicht hinter. Schade. Aber ich kann hier rein. Was ist hier drin? Das Kinderzimmer? Was ist denn im Kinderzimmer? Nix. Das ist wahrscheinlich optional, oder? Oh, das ist die schöne Musik. Na, das war der Planet, wo wir hingekommen sind. Ganz am Anfang. Oh, so beautiful. Oh, hallo Rosalina. Was erzählst du uns? Ich komme zu dir. Hallo. Erzähl was. Dieser Stern ruft viele Erinnerungen wach. Ich habe mich sehr gefreut, ihn mit dem Luma zu besuchen. Wir kommen nämlich bloß einmal in 100 Jahren hier vorbei. Der Luma, der mit dir reist, wird auch bald wachsen und ein Stern werden. Manche werden Planeten, andere werden Sonnen. Und manche werden Powersterne. Ich reise mit ihnen, während sie nach einem Ort suchen, an dem sie wiedergeboren werden können. Aber wer konnte schon ahnen, dass so etwas passieren würde? Oh, was denn? Es scheint, dass Mama dir vertraut. Da, wie schaut's hiermit aus? Wenn du die 100 lila Münzen einsammelst, werde ich auch richtig anerkennen. Das ist ein roter Stern, in ihm wohnt unsere Kraft. Wenn du in der Luft ein Dreher durchführst, okay, cool. Wenn du alle 100 gesammelt hast, erlaube ich dir, den roten Stern woanders zu nutzen. Okay. Challenge accepted. Yay, yeah, ich kann fliegen. Wow. Ich kann fliegen, ich möchte dauerfliegen. Oh, ich glaube, mit einem Stern wird das wahrscheinlich nichts mehr. Nein, ich habe ihn schon wieder verpasst. Aber komm, die kriege ich. Aha. 30 Stück haben wir schon mal. Nicht mehr viele. Aber da vorne war doch noch eine, wo wir gestartet haben. Aha. Okay, go, 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 komm. Ja. Ah, okay, die Fähigkeit hört anscheinend auch mal auf. Ach ja. Dabei haben wir jetzt eine schöne, entspannende Musik. Na, das kommt. Das trifft sich hier gerade ganz gut. Dann können wir den Loft das nächste Mal nämlich gemeinsam erkunden. Ohne eine Unterbrechung zu haben. So einen schönen Planeten. So einen möchte ich auch mal haben. Das wäre toll. Einfach so ein Ort von der Ruhe, Entspannung. Niemand anders außer ich. Auf meinem schönen Planeten. Und die Blumen, die müssten aber auch immer weiter wachsen und würden nicht kaputt gehen. Das wäre auch toll. Da muss ich mich nicht drum kümmern.
Und dazu würde ich dann ganz viele Torten backen und essen. Ja, die würde ich dann sogar selber machen. Eins kann man mir lassen. Wenn es ums Tortenkuchen oder sonstiges geht, dann kann man mir vertrauen. Ja, den wollte ich jetzt nicht unbedingt einsammeln. Ich glaube nämlich nicht, dass ich den nämlich nochmal brauchen werde. Aber wenn ich jetzt springe, dann fliege ich gleich wieder los. Das habe ich fast gedacht, ja. Ich möchte aber nicht fliegen. Nein, ich möchte nicht fliegen. Was verstehst du denn unter ich möchte nicht fliegen, Mario? Oh Gott, bitte mach diese schreckliche Musik weg. Ich möchte die andere wieder haben. Eins. Danke. Okay. So. Hoffentlich gibt er mir auch einen Powerstern. Und nicht nur hier, dass ich die Fähigkeit nutzen kann. Weil ich glaube, die kann ich dann nämlich nur im Schiff verwenden. Ich glaube. Ich weiß es nicht mehr. So, drei Stück fehlen mir noch. Natürlich zwei. Und die sind da oben. Das ist sehr gut. Hab sie. Oh doch, ich krieg einen Powerstern. Powerstern. Extra. Yay. Da, 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 da. Wahoo! Yay. Hat sich doch gelohnt. Ja. Oh. Yeah. Ba, da, ba, 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 ba. 81. Yay. Ein Gourmet-Luma. Natürlich oben beim Garten. Oder im Kinderzimmer, sagt man ja. Na gut, drei Sterne. Drei habe ich gebraucht und wir haben eine ganze neue Welt freigeschalten, die letzte. Die gibt es dann aber das nächste Mal. Bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Tag, schöne Nacht, schönen Abend, wann auch immer ihr das schaut. Und auf Wiedersehen.